Hallo zu einer neuen Folge, die Schlafzimmerei Feine Stoffe. Ich bin Franzi und heute dreht sich alles um Leinenbettwäsche. Denkt dran, abonniert gerne unseren Kanal auf YouTube, macht die Glocke an und verpasst keine Videos mehr und folgt uns auch auf Instagram, da versorgen wir euch immer gerne mit den neuesten Tipps und Tricks rund um das Thema Schlaf. Nun aber zu Leinen. Und zwar als Bettwäsche. Ihr kennt Leinen vielleicht schon als Bettdecke. Heute möchte ich euch aber die 7 Vorteile von Leinenbettwäsche vorstellen. Was ist Leinen überhaupt? Leinen ist eine Naturfaser, die aus der Flachspflanze gewonnen wird. Ein ganz schöner Zungenbrecher. Und zwar habe ich hier mal ein Bild. Da könnt ihr das vielleicht erkennen. Das ist die Flachspflanze. Und aus dieser Pflanze werden die Leinenfasern gewonnen, die eben für ein super gutes Klima im Sommer sorgen. Die 7 Vorteile von Leinen, Punkt Nummer 1. Es ist super atmungsaktiv. Durch Leinen pustet die Luft quasi gerade so durch. Es ist wirklich keine Wärmerückhaltung da. Es ist super atmungsaktiv, die Luft zirkuliert. Einfach wunderbar, gerade das, was man im Sommer braucht, wenn es sehr, sehr warm ist. Punkt Nummer 2, der Feuchtigkeitsabtransport, ist ganz genauso gut. Das heißt, die Faser nimmt quasi die Feuchtigkeit auf, beziehungsweise dadurch, dass es dann auch so super atmungsaktiv ist, wird die Feuchtigkeit quasi gleich wieder abgedunstet, mehr oder weniger. Und so ist nämlich auch, wenn man zum Schwitzen neigt oder gerade im Sommer, wo alle einfach zum Schwitzen neigen, wenn es super warm ist, ein ideales Material, um eben diese überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren. Vorteil Nummer 3. Leinenfasern sind super, super robust, sehr reißfest. Das heißt, ihr habt eine langlebige, schöne Decke, die einfach sehr, sehr robust ist. Vorteil Nummer 4. Sie ist schmutzresistent, das heißt, die Bettwäsche wird auch nicht so schnell dreckig. Waschen sollte man sie natürlich trotzdem regelmäßig, gerade im Sommer. Vorteil Nummer 5. Die Bettwäsche ist flusenfrei. Das hängt auch so ein bisschen mit Vorteil Nummer 6 zusammen, nämlich dass die Bettwäsche antistatisch ist. Das heißt, sie lädt sich nicht so auf, es bleiben nicht so viele Staubpartikel dranhängen und dadurch eben auch gerade für Hausstauballergiker vielleicht ein ganz gut geeignetes Material einfach, weil es eben weitestgehend flusenfrei bleibt und sich nicht auflädt. Kommen wir zu Vorteil Nummer 7. Die Bettwäsche bzw. die Flachsfaser an sich ist von Natur aus fast bakterizid. Das heißt, besonders für Allergiker eignet sich diese Bettwäsche wunderbar, da sich dort einfach keine Bakterien oder so gut wie keine Bakterien ansammeln, dementsprechend auch keine Milben. Und das ist natürlich ganz wunderbar, gerade für Allergiker. Und die Bettwäsche ist schön hautsympathisch, wie man das in der Bettenbranche nennt, ist ja, einfach ein tolles Sommermaterial für Bettwäsche und auch als Bettdecke gut geeignet. 2 Nachteile möchte ich euch aber nicht vorenthalten. Das erste ist, dass sich Leinenbettwäsche zwar auch bis 60 Grad waschen lässt, allerdings nur im Schonwaschgang. Leinenbettwäsche bzw. Leinenmaterial an sich, auch wenn ihr es als Kleidung habt, ist besonders reibungs- und scheuerempfindlich. Das heißt, durch Reibung oder wenn die Fasern aneinander scheuern, geht das Material relativ leicht kaputt. Das heißt, ihr müsst es immer im Schonwaschgang waschen. Bitte nur feucht bügeln und nicht in den Trockner packen. Das heißt, es ist bei der Pflege ein bisschen aufwendiger als Marco Satin oder Marco Percal, die Stoffe, die wir sonst schon so hatten. Genau, aber ja, trotzdem lohnenswert, sich da mal was zuzulegen. Der 2. Nachteil ist, dass Leinen natürlich super schnell Falten wirft. Das ist einfach so, das kennt ihr vielleicht auch von den guten alten Leinenhosen, aber vielleicht ist das bei der Bettwäsche auch gar nicht so wichtig für euch. Alles klar, so viel zu Leinen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, schlaft immer gut!